Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden jetzt mit der Ernte zum Schluss kommen, und zwar Weizen und Getreide und Hafer. Weizen aktuell auf Feld Nr. 21 geerntet. Wir werden jetzt hier nach und nach die Maschinen zum Hof zurückschicken. Und zwar erstmal die ganzen Traktoren mit den Getreide. Dazu machen wir kurz Outreif. Und zwar schicken wir das zum Hof. Auf geht's. Ne, Hof. Nicht hier. Hof und nicht Feld 50. Das wäre ja was geworden, ne? Ah, ja, genau. Tja, die Ernte ist mal durch. Und wir haben noch viel Stroh. Da muss ich überlegen, ob wir damit anfangen. Aktuell so viel brauche ich gar nicht. Ich habe überall Stroh. Auch im globalen Markt. Muss ich mal schauen. In Thüringen habe ich aktuell kein Stroh, muss ich aber auch im globalen Markt Zeug kaufen. Das ist meine Überlegung, um es da reinzufahren. Aber erstmal schauen, ne? Wenn wir mal lose fahren, nicht fest. Ich habe ja wieder gefunden, wo man das machen kann, ne? Das ist eine Ballenpresse. Das ist jetzt ein Anhänger, der im Hof ist. Warum nicht? Drescher. Der ist leer. Dann können wir den mal gleich mal ja, vorne abhängen und dann entsprechend hinten anhängen, ne? So. Cool. Ja, ich habe zur Zeit mal nebenbei noch ein bisschen Tutorial für Cattle and Crops. Das, was dem Spieler so als Mission zur Verfügung steht. Wer Lust und Laune hat, würde mich freuen, wenn ihr auch mal reinschauen würdet. Meine Eigenwerbung. Folge 1 war ein riesen Erfolg. So, und das hoffe ich doch weiterführen zu können, ne? Ne, du nicht. Eine Fehlfunktion. Darf noch nicht passieren. So, und dich schicken wir auch zum Feldhof. Mal sehen, ob das klappt. Hängt von den Straßen ab, wie eng die Straßen sind. Aber wir können den Kurs mal löschen hier. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist die Ballenpresse. Unser Wald wächst auch. Wie schön, bald im vierten Jahr. Kalkstreu brauchen wir aktuell nicht. Ich sehe gerade, wir haben ein Problem. Da werde ich dann hier den Zaun gesetzt. Jo, dann nur ganz kurz eingreifen, ne? Entlassen. So, sehr, sehr eng hier, ne? Wenn wir bis zum Stückchen, wo der Zaun ist, alleine fahren. Sonst kriegen wir gleich wieder eine Meldung. Jetzt kann er weiterfahren. Muss er gerade berechnen? Gut. Entlassen. Punkt 1 ist ja Blödsinn, ne? Aktuell. Gut, jetzt klappt das. Stroh, den fahren wir auch zum Hof zurück. Und schon mal bei sind, ne? Hof. Ja, heute ist Samstag. Ich wünsche allen einen schönen Montag.
einen schönen Wochenstart. Hoffe, dass ihr nicht so viel Stress habt. Wo auch immer. Ich hoffe, dass der Termin 15 Uhr okay ist für Kettle und Cops. Wenn da jemand Wünsche hat, ich kann es auch noch ändern, ne? Das ist kein Problem. Aber ich denke mal, 15 Uhr ist eine gute Zeit. Haben alle genug Zeit, abends noch zu schauen. Viele haben ja im Prinzip ja, am Tag ja gar keine Zeit, ne? Seid mal frei. Oder mal als Schüler. Die Guten. So, jetzt fahren sie alle nach Hause. Einer drischt noch. Feld 1 war noch ein Drescher gewesen. Angekommen. Milchwagen. Stroh. Den können wir selber fahren. So, jetzt geht wieder mit dem Eye-Tracking. Hoffe nicht, dass das nicht bald wieder zusammenbricht. Wäre nämlich schlecht. Haben wir eine Frage. Das Weizen. Wenn wir gleich auch Richtung Feld Nr. 27 fahren, da, 21, da ist mir auch nämlich jetzt bald voll. Ich bin ein bisschen schläfrig, ich weiß gar nicht warum. Ich bin seit 2 Stunden schon wach. Verkehrt, ne? War Futtermaschine gewesen. Raus damit! Na, auch schon nach Hause angekommen. Also Stau sind in voller Ecke hier. Ja, das ist typisch. Muss ich rechts vorbei. Geht nicht anders, sonst muss der andere lange warten. Ich habe nämlich keinen Fahrer eingestellt hier. Der macht das nicht notwendig. So, und danke schön fürs Reinschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Kommentieren ist oft sehr wichtig, um die, ja, um Vorschläge für neue Zuschauer zu generieren, kann man sagen. Der Wunder von Algorithmus von YouTube. Hier erhöhe ich die Reichweite. Eine Möglichkeit ist, Video ziemlich lange zu schauen, und eine weitere Möglichkeit ist, mal einen Kommentar da zu lassen. Dass so YouTube glaubt, es wäre Interesse da, und das tut man weiteren Zuschauern empfehlen. Natürlich Interesse da, wenn man lange schaut, ne? Aber durchs Kommentar müssen wir mal ein bisschen unterstrichen. Das ist so eine kleine Möglichkeit der Unterstützung, die im Grunde jeder machen kann. Ihr müsst ja nicht viel schreiben. Ein Hallo wird schon reichen. Und ich rufe dann einfach zurück auch Hallo und danke, dann ist gut. So, mal gucken hier. Hier ist auch fertig. Dann fahren wir den mal zurück. Wie gesagt, hier die Getreideernte ist am Tag 1 schon erledigt. Gut, hier vorne, wenn wir sehen. Da kommt bald wieder Gras. Ich denke mal morgen und übermorgen. Ja, und dann wird es hier sehr heiß. Ne? Dann werden wir wahrscheinlich Heu machen, ne? Für Thüringen.
Und dann brauche ich nämlich viel Heu. Da ist aktuell mit Futter ein bisschen ganz komisch, weil ja, die brauchen nicht viele Kühe. Mal sehen, nach einem Tag, dass sich das korrigiert. Ich habe den Verdacht, dass ich mit den Tieren, die ich da reingesetzt habe, als dadurch, dass eine Safe-Datei das erkennen kann mit 10 Kühen, dass das berechnet wird. Ich hoffe, dass es da entsprechend keine Probleme gibt. Das war nämlich gar nicht so einfach, die Tiere rüberzunehmen. Ich habe mir den Fehler gemacht, dass ich zwei Ställe hatte und ich dachte, naja, dann machst du alles. Und da war ja zufälligerweise Hof 3 da mit drei Ställen, mit einem Stall nur noch. Und da wollte ich alle Tiere, die 1 und 2 drin waren, auch in Stall 1 reinbringen, auch die von 2. Das klappte irgendwie nicht. Und, naja, später dazu eingefallen, Mensch, das könnte doch daran liegen, dass die fortlaufenden Nummern doppelt sind, ne? Ich glaube, Düngen war fertig hier. Gehen wir von aus. Ja, Stroh haben wir viel. Aber wir können auch die Strohballen pressen, da können wir entsprechend hier die Ballen so entsprechend zur Not noch ein zweites Lager aufstellen, ne? Wir können auch noch ein Strohlager hier bauen bei den Schweinen. Das Schöne ist in Thüringen, da können wir jetzt auch, da haben wir auch einen Schlachthof. Das heißt, unsere Kühe, unsere Mastbullen haben jetzt eine Funktion. Wir können dir jetzt die Kühe verkaufen. Und das Fleisch entsprechend verkaufen. Mal sehen, ob wir auch die Dinger kaufen müssen, die Stelle. Die Betriebe, die sind schon besetzt, die stehen schon. Ja, muss man sehen. Aber immer ein am anderen, ne? Neue Karte, neues Glück. Das heißt, die Karte ist total überarbeitet worden und dadurch, ja, ich denke mal besser geworden, ne? Verbesserungen sind immer gut. So, der kommt wieder rein. Den machen wir gleich wieder voll mit Dünger, oder? Oh, nee. Ich stelle noch mal rein. Wir haben anderweitig genug Arbeit. Tank ist gut. Reparatur. Könnten wir auch noch machen, ne? Aber das machen wir kurz davor. Ob die Brücke schon fertig ist? Eigentlich schon. Na, wir müssen hier die Straßen frei machen, falls hier auch Reifkurse gibt, die wir dann sonst blockieren würden. Das ist ungünstig. So. Fahren wir die Fahrzeuge weg. Entladen werden muss er. Na gut, dann müssen wir kurz hinlaufen. Ja, Produktion müssen wir extra noch viele aufbauen. Naja, müssen. Wir können noch viele aufbauen. Ne? Zuckerrüben war das nächste, was ich machen wollte. Weil jetzt habe ich Zucker auf Lager. Und Zucker werden wir nicht auch ernten demnächst. Ne? Da steht, Programme müssen aktualisiert werden. Aber gut, das geht jetzt nicht. Wir nehmen auf. Der Traktor ist da hinten, Junge. Mann, ist das Getreide hoch. Menge 90.000 ungefähr noch. Also zwei Anhänger. Fast drei. Den dritten noch angreifen. Ja, schön Deutsch. Der Fan leider, mit der mir gesprochen hat, hier gekommen, hier im Fan. Ja, der war leider, ich sah nicht buggy, aber der hat mit Crossplay und mit Outdrive nicht funktioniert. Ich konnte die Steuerung nicht bedienen, also mit der Maus. Es hat geflackert ohne Ende und ich konnte. Hat nichts reagiert, ne? Also keine Reaktion. Deswegen. So zum Beispiel hier mit der Maus, das ging gar nicht. Und ich konnte es auch nicht mehr schließen, ne? Und. Ich kann mit so einem Traktor auch nichts anfangen. Alleine fahren, ja, gut, aber meisten müssen doch meistens mit Kursplay und Powerreif klarkommen. Also bei Kettle und Kops ist das so.
Da gibt es kein Autodrive und kein Co-Spring, aber da das ein intelligentes Helfersystem, was ich mitbekommen habe, dass man da im Prinzip Angestellte hat und die kannst du die Aufgaben zuteilen. Weiß ich hier, Klaus, Paul, Tina, weiß ich, fällt sowieso, dreschen und dann nachher abfahren, da muss man die Fahrzeuge zuteilen und dann machen die selbstständig. Entschuldigung. Das finde ich gut. Das Spiel ist noch ausbaufähig, sagt man so. Die Fruchtsorten sind nicht so riesengroß. Und Tiere ist auch nicht so riesig. Aber ich sag mal so, LS hat auch klein angefangen. Anfangs nur Landwirtschaft. Soweit ich weiß, 8er, 9er Version habe ich nicht gespielt. Ich habe mit der 11 angefangen. Und mit der 11 sind die Kühe eingezogen. Und auch mit wenig Fruchtsorten, ne? Also wollen wir mal ein bisschen Geduld haben. Ich habe gelesen, dass da ein DLC kommen soll. Also ich denke mal, sie brauchen Geld. Gut, das kann ich verstehen. Nach 4 Jahren Entwicklung. Waren es 4 Jahre? Ich glaube 4, glaube ich, ne? Von 4 haben sie erstmal darüber gesprochen, haben sie Geld gesammelt. Hatte ich auch eine Spende gegeben. Glaube ich jedenfalls. Schon so lange her. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Jedenfalls, ich meine, die haben wir öfter wieder mal verkauft und so. Über Steam zum Beispiel, ne? Da haben sie verkauft. Denk mal, ein oder andere Mal auch zugeschlagen. Ich brauche die ja nicht mehr. Jedenfalls hatte ich es aber auch kaum gespielt. Also, ganz ehrlich, ich kam mit der Steuerung nicht klar. Ist komplexer, kann man sagen, ne? Aber man muss immer das Tutorial durchspielen und dann kriegst du auch ebenfalls im Modus Karriere gewisse Rechte, kann man sagen, und die muss man sich erarbeiten, und das bei Missionen geht es ja weiter. Was ich mal erhoffe, dass da auch größere Karten gibt, ne? Dass es da entsprechend, ja, Verbesserung gibt. Also richtig Verbesserung mit einer etwas größeren Karte, größeren Feldern. Ich weiß ja nicht genau, ob das vergleichbar ist mit LS. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen ist das vergleichbar. Das sind ja kleine Felder mit riesen Wiesen links und rechts, und das ist dann irgendwo nicht mein Stil, dass ich wie ein Kleinbeet mit einem großen Traktor hinfahre, ne? Aber gut, hoffen wir das Beste, dass noch was kommt mit einer größeren Karte. Mehrspielermodus soll ja auch noch kommen, geht aktuell nicht. Schauen wir mal. Der wäre auch leer, müssen wir auch bald mal wieder waschen und reparieren. Habe ich hier viel Mischfutter? Ich brauche in Thüringen garantiert viel Mischfutter. Was kriegen wir hier rein? Gucken mal. Heu haben wir drin, Silage ist sehr voll. Stroh könnten wir reinfahren, ne? Gelegenheit. Wir können ja Feldstroh, wir können ja Stroh auf Feld Nummer Dings ernten. Ja, jetzt müssen wir Platz machen, ne? Der erste Gebiss ist wieder, das erste Schneidwerk, das muss hier wieder her. Und seinen Platz. Ja, in Thüringen ist nur das ist der globale Markt fest integriert, ne? Sieht nicht so aus.
Hat eine andere, sieht anders aus, mehrere Abgabestationen. Schau mal, ne? Müsste eigentlich passen. Ich werde hier noch ein bisschen Wetterpass voll machen. Oder Silage, mal sehen. Wie ist er gerade aktuell heiß? Sehr heiß mit 32 Grad. Was machen eigentlich die Tiere? Mal eine Woche mal gucken, ne? Ja, wir müssen Schweinestall aktiv werden. Da ist rot. Pumpe ist auch keiner. Da geht's. Hier ist Stroh. Stroh. Dann werden wir nachher gleich mal Futter fahren, ne? Obwohl, ja gut, ist zwar rot, aber ist nur was da. Ansonsten werden wir bald noch was verkaufen können, ne? Weil wir haben jetzt nachher ein bisschen Zeit. Bis zur Ernte Raps ist noch nicht so weit und die Aussaat ist auch noch nicht so weit. Und da wir Drecksaat haben, wird die Gruppe hätten ausgesät, da brauchen wir nicht vorher flügen. Nee, das wäre Quatsch. Und Mais haben wir dieses Jahr nicht vor. Ich habe nichts angesehen und per KI auch nicht. So. Aber immer, nimmt immer eine Ruhe. Wir spielen aktuell mit 1, da haben wir keinen Stress. Mal gleich mal hier hinstellen, den Drescher. Den werden wir gleich mal waschen. Wir werden den auch brauchen, wahrscheinlich für sehr wahrscheinlich für Hopfen. Hopfen kommt auf jeden Fall noch. Ja, dann werden wir gleich mal reparieren. Das ist ja wichtig. Und ansonsten werden wir gleich mal die beiden Richtung 50 fahren lassen, ne? Oder zumindest ein drinne und können ein bisschen weiterfahren. Wenn wir beide haben wollen, muss beides drin sein. In den schaffierten Bereich. Die Kollegen haben jetzt zwar mal gesehen, dass sie einen größeren Reparaturdings da haben, aber ich habe von dem keine Ahnung. Geht ja auch so. Den waschen wir gleich. So, Zeit muss sein. Oh, 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 Überlänge. Oh, Überlänge. Sehe gerade. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, dann seid mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier zum Arsch. So, mit der Rest Arbeit hier die ansteht. Aber tschüss, ciao. Bis dann und tschüss.